Wie schlecht war eigentlich deine Performance im Jahr 2018? Das klingt erstmal etwas komisch. Ich weiß aber, dass dieses Jahr nicht nur für Privatanleger durchaus sehr herausfordernd war. Selbstverständlich darf auch meine eigene Performance in diesem Video nicht fehlen. Legen wir mal los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Trailermacher-Kanal. So, es ist nicht mehr weit bis zum Jahresende, aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum ich genau heute über die Performance für das Jahr 2018 sprechen möchte. Der Anlass für dieses Video ist ein ganz besonderes Ereignis, welches am vergangenen Montag, also nicht gestern, sondern Montag vor einer Woche stattgefunden hat. An diesem Tag habe ich förmlich gespürt, wie eine Menge Trader, und hinter diesen Tradern stecken ja leibhaftige Menschen, wie die massive Schmerzen erlitten haben. Und dieses Empfinden, ja, das konnte ich nicht nur spüren, sondern ich konnte es dann auch im Chart sehen. Was ist nämlich passiert? Ihr erinnert euch vielleicht, die Welt war letzten Montag, wie gesagt, nicht gestern, sondern der Montag davor, war völlig in Ordnung. Wir kamen aus einem Wochenende, wo es hieß, endlich ist der Handelsstreit vorbei. Trump und Xi Jinping, dessen Name ich garantiert falsch ausspreche, haben sich also geeinigt. Der DAX ist mit einer enormen Kurslücke zur Oberseite in den Handel gegangen, genau wie andere Indizes auch. Und sehr, sehr viele Privatanleger, das sind die Daten, die wir eben an der Börse Stuttgart erhalten, die sind long gegangen. Die haben also mit verschiedenen Derivaten, seien es Optionsscheine, also Calls, seien es Long-Zertifikate, also K.O.-Zertifikate, seien es Faktor-Zertifikate oder, die sind dort long gegangen, weil sie gesagt haben, jawohl, wir haben zum einen zu diesem Zeitpunkt auch eine Abwärtstrendlinie überschritten, kann man sich jetzt kaum noch vorstellen, war aber so, und der Markt stieg und es schien klar, jetzt beginnt die Jahresendrallye. Also haben die Privatanleger gekauft. Und ich habe ja gerade gesehen, man konnte förmlich sehen, wann der Schmerz am größten war, nämlich in diesem Moment. Ich habe in den vergangenen Videos bereits darüber gesprochen. In dem Moment, als sich die Kurslücke geschlossen hat. Das Schließen einer Kurslücke ist nichts Bullisches. Wiederhole ich nochmal, weil es so wichtig ist. Sehr viele Marktteilnehmer, gerade Private, haben den Eindruck, so ein Gap, so eine Kurslücke muss erstmal geschlossen werden. Dann ist der Markt bereinigt. Tatsächlich bleiben fast die Hälfte aller Kurslücken offen über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten. Da gibt es also verschiedene Statistiken. Ein offenes Gap ist eine Kurslücke. Ja, möglicherweise ist es auch ein Magnet, denn die Hälfte wird geschlossen. Aber klar ist, der Vorgang des Schließens selber, also als der DAX von über 11.500 dann wieder runterfiel auf rund 11.300 und ein paar zerquetschte, da war dieses Schließen der Kurslücke der Moment, wo es zur Kapitulation kam. Also von, ihr könnt es euch ja im Chart mal ansehen, ich möchte dieses Video jetzt mal ohne eingeblendete Charts oder ohne Bildschirmvideo lassen. Also in dem Moment ist der DAX innerhalb von 15, 20 Minuten um weitere 120 Punkte gefallen. Das war der Moment, wo zumindest die cleveren Trader gesagt haben, okay, offensichtlich war der Tag dann doch nicht so positiv, wie ich es mir dachte. Und dann haben sie da ihre rund 200 oder vielleicht auch 250 Punkte Verlust akzeptiert. Ja, diejenigen, die es nicht getan haben, sind dann vielleicht weiter unten noch ausgestoppt worden. So, und solche Ereignisse, die hatten wir häufiger. Allein in der vergangenen Woche hatten wir dann auch nochmal eine enorme Kurslücke auf der Unterseite. Als möglicherweise unter technischen Aspekten deine Verkaufsmarke unterschritten wurde, kam die Kurslücke 150 Punkte und der Markt fiel von dort aus nochmal 300 Punkte. Und das alles mag für den Daytrader noch eine Situation sein, mit der er, zumindest wenn er eine entsprechende Erfahrung besitzt, umgehen kann, ist aber für einen, ja, wir können es Swing-Trader nennen, wir können es auch Feierabend-Trader nennen, wie auch immer ihr wollt, also all diejenigen, die eben nicht permanent vor dem Bildschirm sitzen, und das werden ja die meisten sein, die hier zusehen, die eben eine Position dann eröffnen, vielleicht abends sich den Chart angucken, oder nach welchen Kriterien auch immer,
ihr Positionen eröffnet oder schließt und dann die Order eingeben. Die wird entweder noch am selben Tag oder am nächsten Tag eröffnet. Dann wartet man 1, 2, 3, 4 Tage und möchte dann eben so einen Swing, so eine Bewegung mitnehmen und daran dann partizipieren. Ist eine herausfordernde Disziplin, keine Frage. Wenn man sie aber beherrscht, dann trägt sie ganz wesentlich zur Rendite der Geldanlage bei. Das heißt also, ich möchte das gar nicht allzu kritisch sehen, aber 2018 war, was das anging, wirklich kein einfaches Jahr. Wir haben mehrere Phasen gehabt, in denen der DAX wie auf einer, um eine Nulllinie herum, ja, wie so eine Flatline, nee, Flat wäre ja so, also wie um eine Flatline herum gependelt ist. Brutale Seitwärtsphasen, und ich sage deshalb brutal, weil Seitwärtsphasen, bis auf den Teil der Trader, die sich als Range-Trader bezeichnen, für alle anderen einfach nicht schön sind. Sie sind Phasen, man muss sie erstmal erkennen als Seitwärtsphase, ansonsten wird in der Seitwärtsphase viel Geld verloren. Ist einfach so. Es gibt einen kleinen Break zur Oberseite, zur Unterseite, am Ende setzt sich nichts durch. Da waren Aktien teilweise noch die Werte, mit denen man besser agieren konnte, also gerade auch in den Fangaktien gab es ja größere Signale. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, ich kann in einem Video nicht immer sagen, was in der nächsten Woche passieren wird. Ich kann es sogar nur sehr schwer voraussehen. Ich kann aber bestimmte Setups vorstellen. Es wäre aber witzlos, wenn ich jetzt jeden Dienstag im Video die neuesten Setups für Facebook, Amazon, Netflix, Google, Tesla, Deutsche Bank, Commerzbank und so weiter immer wieder vorstellen würde. Das wäre für einen Teil von euch sicherlich interessant, für ganz viele aber einfach nichts, weil sie sagen, das sind nicht meine Werte und ich möchte in so einem Kanal ein bisschen mehr sehen. Für diejenigen, die sagen, ich möchte diese Setups aber wöchentlich vorgestellt haben, für die habe ich hier unter dem Kanal meinen Report. Könnt ihr euch, wenn ihr darauf klickt, anmelden, müsst dann nur eure E-Mail-Adresse bestätigen. Das ist eine rechtliche Vorgabe. Und dann erhaltet ihr den nächsten Report pünktlich vor Börseneröffnung am morgigen Mittwoch. Also, ich biete euch diese Setups, wenn ihr sie denn haben möchtet. So, dort ging also noch was. Aber wie wir ja gelernt haben in der letzten Woche, die meisten Trader setzen nicht so gerne auf Aktien. Das ist nur ein kleiner Bruchteil, sondern überwiegend auf den DAX und auf den Euro-US-Dollar. Und deswegen war 2018 für viele ein herausforderndes Jahr. Ich möchte euch nur sagen, das klingt tatsächlich danach, was so die Großmutter als guten Ratschlag mit auf den Weg immer gibt. Nach Regen kommt auch Sonne, ist aber tatsächlich so. Also Trendjahre im DAX oder auch im Euro-US-Dollar haben wir ja in den vergangenen 10 Jahren einige sehr, sehr schöne Trends gesehen. Und die werden wir auch wiedersehen. Und in solchen Trendmärkten ist es möglich, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Wichtig ist aber, dass man dann noch da ist. Also, wer merkt, in seinen Basiswerten ist es gerade besonders herausfordernd, der achtet darauf, dass er beispielsweise die Positionsgröße runternimmt, dass er die Risiken eben nicht erhöht. Ganz, ganz klassischer Fehler von Privatanlegern. Und in dem Fall ist Privatanleger dann auch mal negativ gemeint. Die also versuchen, vergangene Verluste wieder rauszuholen, indem sie das Risiko erhöhen. Ja, mag ein natürlicher Reflex sein, dieser natürliche Reflex ist aber ein natürlicher Feind des Traders. Wenn man eine Vielzahl von Fehltrades hat, dann sollte das nicht dazu führen, dass Risiko und Positionsgröße erhöht, sondern gesenkt werden. Ihr merkt das auch, wenn ihr mal einen Tag habt, an dem ihr vielleicht über den ganzen Tag hinweg tradet. Wenn ihr mit 2, 3, 4 Trades beginnt, die alle in die Hose gehen, dann sollte die Reaktion natürlich nicht sein, bei den kommenden 4 Trades einfach das zu versuchen, alles wieder reinzuholen. Ich will nur noch schnell den Verlust wettmachen, dann höre ich auf. Das waren die letzten Worte des Traders, bevor er sich bei seinem Broker abgemeldet hat. Also, macht das bitte nicht, akzeptiert, dass es Marktphasen, die schwierig sind. Und last but not least möchte ich natürlich auch den Begriff Hosen runterlassen, lasse ich jetzt mal, nachdem ich ja letzte Woche gesagt habe, ich könnte mal ein Video nackt machen. Beides wird nicht passieren, das kann ich euch schon mal als Prognose für das Jahr 2019 mit auf den Weg geben. Aber es gab, war das letzte oder vorletzte Woche, einen sehr freundlich formulierten Kommentar. Ich bin mir nicht ganz sicher, der war so freundlich bis zum Schluss, dass ich nicht mal weiß, ob er ironisch gemeint war. Ist auch gar nicht so wichtig, aber der hieß es,
Wie kann denn jemand einen Trademacher-Kanal machen mit so einer schlechten Performance? Ich bin nicht ganz sicher, worauf sich das bezieht. Ich erzähle euch hier ganz offen von meinem Trademacher Live-Projekt und ich sage euch auch ganz offen, habe ich gar kein Problem mit, dass ich dort meine Zielrendite, ja, die allerdings nur hier im Kopf besteht, weil ich es nicht mag, wenn einer sagt, so und so viel, damit kann ich rechnen. Also man sollte mit Trading-Gewinn nie vorab planen. Aber dass ich meine Zielrendite da auch nicht erreicht habe. Also wir sind aktuell bei 32% Performance seit, ich glaube, Mitte Januar. Ich denke, mit einer entsprechenden Depotgröße lässt sich dann auch mit 32% ganz gut leben. Ich könnte nun auch noch in irgendeiner Form erklären, dass es auch nicht so einfach ist, wenn man Signale eben an einen größeren Kreis, also wenn man Signale an ein paar hundert Menschen schicken muss und sie formuliert, dann ist das natürlich etwas anderes, als wenn man in seinem stillen Kämmerlein aktiv ist und, aber lassen wir alles mal beieinander. Also es sind die 32%, die stehen da. Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich, ja, ganz sicher sogar noch weiter dran arbeiten, um das zu steigern. Möglicherweise muss ich mich aber auch mit den 32% oder 31, zufrieden geben. Dann ist das eben so. Da muss ich das auch akzeptieren. Und selbst wenn ich mein Ziel dabei ist, und das, dabei geht es nicht um Tradermacher Live, sondern auch um mein persönliches Trading. Ich habe es euch hier schon mal gesagt. Es gibt Trader, die können sehr gut damit leben, wenn ihr Depot mal 10-15% nach unten schwankt, also an Wert verliert und dafür dann in der nächsten Bewegung wieder 20 oder 25% steigt. Also ob man nun so eine Amplitude auf dem Weg nach oben hat oder so eine Amplitude, eine sehr geringe Amplitude auf dem Weg nach oben hat, das spielt letztendlich für das Endergebnis keine Rolle. Persönlich ist aber eben mein Stil auf sehr niedrige, sehr geringe Drawdowns angelegt. Ich mag keine großen Schwankungen und dieses Ziel habe ich in diesem Jahr erreicht. Das heißt also, wir hatten, der größte Drawdown lag bei, ich glaube, 2%, um 2% herum. Und unter diesem Aspekt muss ich dann auch mal sagen, nach so einem Jahr kann ich die 32% hier in die Kamera sagen und schäme mich ganz sicherlich nicht dafür. Es wird einige Trader geben, die haben mehr verdient. Es wird vermutlich auch einige geben, die haben weniger verdient. Insofern möchte ich diesen, ich habe den Kommentar auch direkt und offen beantwortet. Wer sagt, das ist mir zu wenig, das akzeptiere ich. Mein Vorsatz ist mehr. Aber ich bitte eben auch zu bedenken, das, was ich eingangs sagte. Also 2018 war in einigen Marktphasen nicht ohne. Große Kurslücken, lange Seitwärtsphasen und ein alter Trend, der gestorben ist und ein neuer Trend, der entsteht. Ich bin sehr zuversichtlich für 2019, dass wir größere Trendstrecken, insbesondere auch an der Forex, sehen werden. Ich möchte gerade für 2019, kann ich mir nämlich gut vorstellen, und deswegen lohnt es sich durchaus auch hier die Videos sich regelmäßig anzuschauen, weil ich mir gerade vorstellen könnte, dass wir in Märkten, die relativ populär sind bei Tradern, im Jahr 2019 größere Trendwechsel sehen. Beispielsweise im Euro-US-Dollar, nun bitte nicht einfach kaufen und long gehen, es kann fraglos, wo haben wir aktuell unsere Verkaufsmarke? 1,12, 70 oder 75 oder sowas. Also es kann durchaus nochmal eine Abwärtsstrecke geben im Euro zum US-Dollar. Aber hier könnten wir größere Trendwenden sehen. Rohstoffe, Gold sind sehr interessant. Öl, ja, werde ich auch noch drüber sprechen, bin ich eher noch etwas skeptisch. Und nicht zuletzt werden wir im Jahr 2019 aus meiner Sicht das Ende der Korrektur sehen. Also es könnte spannend werden. Und insofern nicht verzagen, Kopf oben behalten. Wann immer ihr oder wenn ihr in diesem Jahr eine positive Performance habt, dann akzeptiert das, egal wie sie ausgesehen hat. Und am Ende des Jahres darf man sich dafür dann, ich will nicht sagen auf die Schulter klopfen, aber seid euch immer bewusst, wenn ihr in diesem Jahr kein Geld verloren habt, dann gehört ihr schon zu einer Minderheit. Denn ich sage euch, 2018 war so ähnlich wie der Montag in der vergangenen Woche. Da haben richtig viele auf die Punkt, Punkt, Punkt bekommen.
Und wenn ihr solche Phasen dann übersteht, dann geht ihr da gestärkt daraus hervor. Kapitalerhalt ist wichtig. Und eine Regel, über die wir im Jahr 2018 mehrfach gesprochen haben, die war in diesem Jahr so golden und so wertvoll wie kaum eine andere. Der Profi beschäftigt sich zuerst mit dem potenziellen Verlust. Ja? Und wenn ihr hier manchmal in der Kommentarfunktion oder in anderen Videokanälen oder in irgendwelchen Foren immer mal von bestimmten Personen lest, die euch vorgaukeln, es sei doch alles nur easy, wie kann man nur so blöd sein und kein Geld verdienen in diesem Markt, bitte glaubt es mir, es ist eben sehr einfach, irgendetwas hinzuschreiben. Es muss ja niemand sein Konzept beweisen. Also, insofern nehmt nicht alles für bare Münze, was ihr lest. Da draußen sind bei weitem nicht nur Gewinner, es gibt sehr viel mehr Verlierer. Und übrigens meine Hochachtung und Hut ab vor denen, die das dann auch mal offen zugeben. So, das war's für heute. Jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare. Dieser Begriff Hosen runterlassen ist vielleicht ein bisschen zu weit. Wir sind ja dann nur textlich unterwegs. Schreibt einfach eure Impressionen, das, was ihr in diesem Jahr 2018 erlebt habt. Vielleicht auch, was ihr daraus gelernt habt für das Jahr 2019. Denn wenn man liest, was andere gemacht haben und mitbekommt, es war tatsächlich für viele nicht so einfach in diesem Jahr, dann kann das durchaus auch motivierend sein. Also auch wir hier im Kanal sind ja eine Community, vielleicht eine etwas größere, aber gerade das verleiht dem Ganzen ja eine gewisse Power. Das war's also für heute. Ich bin gespannt und ich sende euch ganz liebe Grüße. Macht's gut, bis dann und ciao.